Ja, ich bin schon seit Jahrzehnten fast Zürich-Fan. Und wir haben immer so ein bisschen Anlässe gemacht, so ein bisschen beliebige Hotels und so, Roadshows, und das ist irgendwann einfach ein bisschen langweilig geworden. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir etwas mit dem FCZ. Und dann hat unser Marketingchef mit dem Chris Müller zusammen diskutiert und einfach eine coole Idee herausgefunden. Und ich muss sagen, es ist noch viel cooler, als wir gedacht haben. Am Anfang ein bisschen gesellige, wir haben ein Apero zusammengenommen, nachher leicht einlaufen mit den Spielern, hat die Fünfergruppe gegeben, jeder Spieler hat die Fünfer ein bisschen gewärmt, ein bisschen das Penaltyschüsse eingeführt und jetzt sind wir gerade dran in der Ausscheidung bei der Penalty-Trophy. Da haben wir relativ lang gewartet, bis wir den Preis hatten. Heute Nachmittag haben wir spontan mit dem Geschäftsinhaber entschieden, wir geben dem Sieger eine Loge für Sporting. Spiel, das Heimspiel, wo er 8 Kollegen vom Geschäft einladen kann. Das ist ja hure gut angekommen. Die haben schon gestaunt, wo der Mannschaftsbus vorgefahren ist am Hauptbahnhof. Schon freut, dass sie in die einsteigen und jetzt hier mit den Spielern zusammen. Das ist unglaublich, es kommt gut an. Ja, die Penalty-Trophy ist einmalig, zugeschnitten für Engineers, aber wir haben noch diverse weitere Ideen, also dort sind wir kreativ, ist eigentlich alles möglich bei uns.